Aha, du würdest es gleich länger machen, gell? Dass wir das wegabbauen können. Ja, das ist eine Frage. Ich möchte, dass es von hier bis dahin. Ja, von hier bis aha, hier ja. Passt. Das ist weil es ist ja wegen der Einführung ist wegen dem Zusammenlegen. Kann ja nicht. Die Länge und die Höhe A4 plus. Einfach das, was versenkt. Ich kann darum, das soll ich vorschneiden und eine mitgeben. Ich kann darum eine auch wieder so viel zu montieren. Ja, das ist doch cool. Dann machst du mal, wie viel gibt es denn insgesamt? Jetzt habe ich eine junge Studentin am Anhalt, die neu in die Master beginnt. Und oder? Wir machen hier die Installationen oder was auch immer. Wir werden den Endkiosk mit dem Kids West. Ey, ja, aber jetzt für das erste Mal dünkt es mich. Du es doch da drauf abstellen. Der ist ein bisschen breiter als der. Gerade neben dem Eingang. Klar. Ja, wir sind hier im Kompetenzzentrum Arbeit in der Stadt Bern. Und wir sind ein Arbeitsintegrationsprogramm, wo erwerbslose Erwachsene zu mir kommen, also zu uns kommen. Das ist jetzt hier die Holzwerkstatt, beziehungsweise sogar genauer gesagt haben wir den Fachbereich Holzbau und Landschaftspflege. Und so unser Ziel ist es eigentlich grundsätzlich mal, die Teilnehmenden wieder im Arbeitsmarkt zu integrieren. Und so das ganze Werkstattwesen ist so ein bisschen mein Medium, mein Setting, um das zu erreichen. Und dafür brauche ich dann natürlich auch immer wieder Aufträge. Und die Maddies, die hatten mich mal angefragt, jetzt so bezüglich der Voliere hier. Und das war im ersten Schritt, haben wir die mal halt durchgeflickt. Das war vor 2 Jahren oder so. Und haben die halt mobil gemacht. Das heißt, im ersten Schritt waren das 4 Elemente, beziehungsweise 5 noch mit dem Dach, die man halt immer wieder auseinandernehmen und zusammensetzen konnten. Jetzt der nächste Schritt war dann irgendwo, das ist das, was jetzt gerade läuft, dass wir da einen Kiosk draus machen und den auch nochmal ein bisschen mobiler machen zum Transportieren. Jetzt haben wir dann mittlerweile nur noch so kleine Elemente, die man zusammenklappen kann jetzt und nachher wie eine Handorgel einfach das Ganze aufstellen. Na, das ist natürlich urspannend jetzt auch für die Teilnehmer. Die beiden sind da jetzt gerade dran und machen das auch so quasi von Anfang bis Ende. Das ist natürlich sehr eine spannende Sache. Da haben wir von Anfangsbesprechung bis nachher, wo wir es aufstellen, können die das sozusagen bis zu Ende durchziehen. Und das eben auch wieder, wenn ich mal zurückkomme auf unseren Auftrag, viele, die sind einfach nur so ein kleines Steinchen, die immer jeden Morgen ihre Arbeitsinstruktion bekommen. Und hier sind sie jetzt mal so ein bisschen mehr auch gefordert, können mitentwickeln. Und das ist natürlich für die super, gell? Gut. Es ist einfach ein Abfallprodukt und hat ja einfach wiederverwenden, gell? Dass es nicht eine neue Rolle muss anfangen. Irgendwie muss man noch rankommen, je nach Unterboden, je nachdem,